herzlich willkommen, ich bin Ipanex und das ist Star Wars The Old Republic. Und ja, wir machen heute die Klassenquest weiter. Und da heißt die erste Aufgabe fort von Drom und Gas, weil mit den Sidequests sind wir so langsam durch. Deswegen machen wir uns jetzt mal hier langsam aus dem Staub. Ich habe zwar... Was ist das denn? Ja, auch nicht schlecht. Hauptsache schneller. Jetzt geht's. Ja. Na, so langsam sind wir jetzt hier durch. Die Sidequests haben wir jetzt. Und, wir werden jetzt nur noch eine Helden 4 und eine Helden 2. Hätte ich ganz gerne mit Manuel heute gemacht. Aber der hat heute gar keine Zeit. Und deswegen mache ich dann weiter mit der... Bin ich jetzt richtig geflogen? Oh. Ich glaube schon, ja. Ja, deswegen mache ich es heute erstmal alleine. Mache hier ein bisschen in der Story weiter. Und ja, es kommt ja noch mein 50 Abonnenten Special. Ich glaube, da wird Star Wars auch ein Teil von sein. Was es genau wird und wie das alles so klappt, weiß ich noch nicht. Also was heißt, weiß ich noch nicht. Ich weiß, was es wird, aber das verrate ich halt noch nicht. Aber was ich dort genau alles machen werde und wann es sein wird, ist das Ausschlaggebende. Das weiß ich halt noch nicht, weil ich bin im Moment echt eingespannt. Dieser ganze Osterstress jetzt, der war jetzt richtig heftig. Weil ich viel für die Arbeit vorarbeiten muss und so, da jetzt mir ein paar Tage gefehlt haben. Deswegen bin ich da ein bisschen eingespannt. Und jetzt direkt nach Ostern wird's. Ich habe Kinder zu ernähren. Auch wieder ein bisschen stressig, deswegen dauert das noch ein bisschen. Aber ich sag mal so, ihr habt mich ja abonniert, weil es euch gefällt. Und daran sollte ja ein Abo-Special nichts ändern. Deswegen. Zeigt unserem Freund hier etwas von der Gastfreundschaft auf Drom und bin ich da zuversichtlich, dass wir damit klarkommen. Oh, jetzt lädt er schon wieder so lange. Wow, seht euch das an. Das nenne ich stilvoll. Schönes Schiff. War das der Lohn eures feigen Meisters für den Mord an Lord Gratans Sohn? Habt ihr damit ein Problem? Ach, wie erfrischend. So muss ich kein Geständnis aus euch rausprügeln, bevor ich euch das Leben nehme. Ein wahrer Sith dankt seinem Feind, da er durch ihn seine Wut ablassen kann. Mein Meister wollte, dass ich euch danke, ehe ich euch töte. Ein wahrer Sith lässt sein Lichtschwert sprechen. Ich gebe zu, ihr zeigt Mut. Ich bin Lord Gratans bester Attentäter. Mich schickt er zu denen, die am schlimmsten leiden sollen. Ich bin hier, um euch zu töten, weil ihr den Sohn meines Meisters ermordet habt. Zeit, euch das Maul zu stopfen. Dies sind die letzten Worte, die ihr je hören werdet. Ich habe mir jetzt schwieriger vorgestellt und dann drückt er noch nicht mal was ab, ey. Sauerei. So, dann gehen wir mal an Bord unseres neuen Schiffs. Thank you.
So. Ja, ich würde sagen, wir... Oh, geht schon direkt los. Ich wollte gerade sagen, wir machen eine Führung durchs Schiff, aber jetzt kommt erstmal Videorequenz. Oder eine Sprechszene eher gesagt. Nur das lädt bei mir ewig. Oh, ich grüße Sie. Ich bin 2VR8, das Mädchen für alles auf diesem Schiff. Sie müssen mein neuer Herr sein. Ein netter, freundlicher Herr. Ich bekomme also ein Raumschiff und auch noch einen Diener? Gar nicht mal übel. Ich bin erleichtert, erfreut, dass Sie mich annehmbar finden. Ich werde Sie niemals enttäuschen. Ich bin für eine Vielzahl von Funktionen programmiert. Darunter unter anderem die Zubereitung von Mahlzeiten, die Schiffswartung, Reinigungsdienste und Etikette. Willkommen an Bord dieses imperialen Abfangjägers der Fury-Klasse. Einem vielseitigen Schiff, das die Manövrierfähigkeit eines Raumjägers mit einer Bewaffnung kombiniert, die auch größeren Militärschiffen trotzt. Sie finden hier alle gewohnten Annehmlichkeiten sowie einen eigenen Kapitänsspind für die Aufbewahrung von Wertgegenständen. Die Astrogationskonsole enthält eine ständig aktualisierte Karte der bekannten Galaxis. Die interstellare Kommunikation wird über das Holoterminal des Schiffs aufgerufen. Wichtige und nützliche Hinweise finden Sie in der imperialen Holonetzkonsole. Und über das Intercom des Schiffs können Sie Ihre Crew über neue Befehle informieren. Haben Sie noch Fragen? Ich habe eine Mission zu erfüllen. Mal sehen, was das Schiff so alles kann. Ich bin froh, dass Sie mich nicht deaktivieren. Ich meine, viel Glück. Ich bedauere, dass ich Sie im Kampf nicht unterstützen kann. Aber mein Gestell würde dem Stress nicht standhalten. Sollten jedoch Probleme auftreten, die unter Ihrem überlegenen Niveau sind, zögern Sie nicht, sie mir zu melden. Meine Funktion ist es, Ihnen zu dienen. Wenn Sie bereit sind, aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Sie wird die gewünschten Astrogationskoordinaten programmieren und die Triebwerke aktivieren. Okidoki. So, dann fangen wir mal hier vorne noch an. Und hier kommen wir rein. Dann haben wir hier Triebwerksraum. Ja, und der Ort, wo Wett sich am wohlsten fühlt. So, dann haben wir hier Lagerraum. Mit einem Reparaturdroiden. Spind. Ah, da können wir mal kurz ein paar Sachen wegkloppen. Ah, den ganzen Scheiß muss ich noch verkaufen. Kann das bei denen auch machen, ne? So. Alles verkauft. So, da müssen wir gleich dran. Krankenstation. Keine Ahnung. Einfach ein Zimmer. Ja, Kommando. Brücke wahrscheinlich. Kommandodeck. Schlafräume, Rettungskapsel. Boah, das juckt mich ja schon wieder. Passiert da was? Nein. Das wäre jetzt aber gewesen, wenn mich das jetzt rausgeschleudert hätte. So, hier steht das. Hier steht der Garderobenständer. So, hier haben wir den Sitz, die Karte, die er jetzt nicht aufruft. Kommandozentrale der imperialen Flotte. Flugkommandant Pirul, mein Sith Lord. Wenn ihr ein Schiff habt, könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Die Republik wird immer dreister. Ihre Angriffsstaffeln greifen imperiale Einheiten aus dem Hinterhalt an und verschwinden dann wieder im Weltraum. Wir können kaum mithalten. Wir müssen die Republik daran erinnern, wer über die Galaxis herrscht. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, mein Sith Lord.
Ich habe die KAS-23 und die Sturmstaffel mobilisiert, aber das reicht nicht. Wir bilden eine exklusive Vergeltungsstaffel, die Streiter des Imperators. Wenn ein so mächtiger Sith wie ihr die Staffel anführt, werden wir die Republik in Rekordzeit schlagen. Ich werde die Streiter des Imperators mit Stolz anführen. Ausgezeichnet, mein Sith Lord. Euer Codename lautet Gewitter. Ich übermittle die Missionsdaten an euer Schiff. Ihr arbeitet allein, während der Rest der Staffel in der ganzen Galaxis einspringt. Kämpft mit Zorn. Kämpft für das Imperium. Okay, da haben wir jetzt schon mal... Seien Sie gegrüßt. Eine Mission. Ich habe das Schiff in der Abwesenheit gründlichst gereinigt. Die gehen wir aber später an. Wir machen jetzt erstmal die Story hier. Ich weiß nicht, warum das so lange lädt. Ich nehme an, du bist mit dem Raumschiff zufrieden? Es ist ein herausragendes Schiff. Ich hoffe, es wird dir gute Dienste leisten. Es gibt viel zu tun. Meine Interessen müssen gewahrt und meine Feinde vernichtet werden. Norman Kars Bemühungen, meine Spione zu entlarven und dem Jedi-Rat die Macht seines Padawans zu bereisen, müssen scheitern. Du wirst voll und ganz in dieser Aufgabe aufgehen. Die Gefahr macht die Sache erst interessant. Die Informationen, die wir von diesem republikanischen Agenten erhalten haben, werden uns leiten. Wir wissen, dass unser Spion auf Nar Shaddaa überwacht wurde. Wir wissen, wo diese Padawan-Schülerin gefunden wurde, wo sie ausgebildet wurde... Und dass die Jedi jemanden geschickt haben, um meinen Spion auf Balmorra zu entlarven. Der Padawan muss aufgespürt und vernichtet werden. Aber zuerst musst du mein Netzwerk schützen, indem du meine Spione auf Balmorra und Nar Shaddaa zum Schweigen bringst. Betrachtet sie alle als ausgelöscht. Nichts weniger als das wird ausreichen. Meine Kontakte auf Balmorra und Nar Shaddaa werden wissen, was zu tun ist. Deine Aufgaben sind von höchster Bedeutung, mein Schüler. Sei grausam. Sei zornig. Sei tödlich. Okidoki. Jetzt hat Wett was. Ihr werdet niemals erraten, was ich gemacht habe. Nein, nein. Versucht's erst gar nicht. Ich werde es euch verraten. Zwischen den Sprüngen habe ich Holofrequenzen überprüft und die alte Bande gefunden. Sie sind auf Nar Shaddaa. Sie hatten mir an den alten Stellen keine Nachrichten hinterlassen und ich dachte schon, sie wären geschnappt oder tot oder so. Denkst du darüber nach, zu deinem alten Leben zurückzukehren? Was? Macht ihr euch Sorgen, dass ich euch verlassen könnte? Die alte Bande war auf der Flucht, seit ich fort bin. Unser geheimnisvoller Informant für die Sache auf Korriban war anscheinend dieser Abschaum, Kader Bliss. Bliss hat sich wirklich dafür gerecht, dass wir ihn ausgenommen haben. Falsche Mission, falsche Tarnung. Ich komme in den Sklavenpferch und meine Bande wird hart drangenommen. Man könnte sagen, er war unser Kuppler. Ihr seid so merkwürdig. Sobald sie den Söldnern entkommen waren, haben Taunt und der Rest der Bande ihre letzten Credits darauf verwandt, Kader Bliss' Bewegung zu zerschlagen. Diese Duros-Schlange hat den Stern von Kalaun in die Finger bekommen. Das ist ein unbezahlbares Stück Twi'lek-Geschichte. Ich will ihn zurückholen. Wir werden diesen Duros finden und dann wird er für alles zahlen, was er dir und den Deinen angetan hat. Ihr seid fantastisch! Kader Bliss ist am Raumhafen auf Nar Shaddaa, um einen Käufer zu finden. Ich werde eine Nachricht schicken, dass wir kommen. Ich stelle uns als interessierte Käufer dar und dann sage ich der Bande, dass sie das Artefakt schon bald bekommen werden. Bliss hat einen berühmten Kali-Schleibwächter, genannt Virus, der jetzt für ihn arbeitet. Aber das bereitet euch keine Sorgen, oder? Okay, das sieht nach einer Bonusmission aus. Ja, Stufe 21, ja. Der Verdacht, ach so. Da müssen wir als erstes nach Balmorra hin. Und nach Balmorra kommt dann Nar Shaddaa. Das heißt, ihre Mission muss auch erstmal warten.
Weil das ist mir auch noch ein bisschen zu hoch. Wenn wir jetzt nach nach Nad Shaddaa gehen. So. Wo haben wir es denn? Balmorra. Da ist es doch. Warte mal. Ilum 50. CZ 198. Boah, Level 55. 37. Oh, der Planet ist hoch. 55 bis 57. Ja, das ist die Mission, die wir jetzt eigentlich machen sollen. Bei den Raummissionen. Aber dazu mache ich mal eine ganz eigene Folge, würde ich sagen. Oder würde ich ganz gerne, wenn ihr da drauf Lust habt, natürlich. So, jetzt geht's erstmal nach Balmorra. Habe ich kürzlich erwähnt, wie sehr es mir gefällt, Ihnen zu dienen? Ah, du bist auf Balmorra angekommen. Dein Kontaktmann dort ist Lieutenant Malabar Quinn. Er wird dir eine Hilfe sein. Ich habe keinen Zweifel, Meister. Das ist eine wichtige Mission, die ich nur den Besten anvertraue. Quinn wird dich in seinem Büro im Sobrik-Hauptquartier treffen. Wir sprechen uns wieder, wenn er dich eingewiesen hat. Okay, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen Cut. Und ich würde sagen, nächste Woche geht es dann weiter mit der nächsten Folge, wo wir dann natürlich dann richtig Balmorra rocken, wo wir auf jeden Fall einige Missionen machen werden. Ja, ich muss noch ein bisschen mein Equip überarbeiten, weil da sind noch ein paar alte Sachen drin, dass ich da ein bisschen was dran machen muss. Ich finde das immer so schade, wenn ich das mit in einem Video reinnehme und man davon dann halt aus den Missionen so gesehen Zeit klaut. So mache ich lieber ein paar Missionen oder eine Mission mehr, anstatt das ganze Equip zu überarbeiten. Aber wenn ihr wollt, kann ich gerne mal ein Video dazu machen, über das Equip und alles Mögliche und das Ganze drumherum. Wenn ihr natürlich darauf Lust habt. Ihr könnt ja mal in die Comments reinschreiben, was ihr gerne so ein bisschen sehen wollt in Star Wars. Was ich machen soll. Was ihr gerne halt allgemein sehen sollt. Wollt. Und ja, das könnt ihr gerne mal machen. Und ich würde sagen, das war's für heute. Ich bin raus. Und ihr wisst Bescheid, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und vergesst die Comments nicht. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.